Moin Leute, ich grüße euch hier aus dem schönen Schleswig-Holstein. Ja, wir haben heute den 9. August. Wir haben für heute Abend Unwetter angesagt. Ich habe jetzt Feierabend. Ich hätte auch guten Abend sagen können. 9. August und jetzt haben wir nicht ganz 4 Monate Trockenheit hinter uns im Garten. In ganz Deutschland hat das ja nicht so gut ausgesehen. So, und guck mal hier, seht ihr die Bäumchen hier? Der Flieder, der hat ganz schön gelitten, obwohl der immer was vom Rasensprenger abbekommen hat. Hier die Sonnenblumen. Ja, hier wurde frisch Rasen gesät, aber da kommt man gar nicht gegen an. Ja. Hier der große Buchsbaum, den ich mal noch im April umgepflanzt habe. Ja, April, Mai irgendwann. Ich weiß nicht, ob da... Ich glaube, da war nichts mehr. Hier sieht man ja noch so einen kleinen grünen Schimmer drin. Und wie gesagt, die wurden gewässert, ne? Hier hinten bei mir am Hang, das ist ein Weißdorn. Der sieht auch nicht toll aus. Ja, die Erdbeeren, die haben gar keine Kindel angesetzt. Ich wollte ja noch groß das Hochbeet hier bearbeiten und da etliches ändern, Erde aufschütten und dergleichen wieder. Und wollte dann die Kindel einpflanzen und gut über den Winter bringen. Und wie gesagt, hier wurde regelmäßig gewässert. Ne? Aber ich glaube, heute ist vielleicht das Ende der Trockenheit. Denn es ist ordentlich Regen angesagt. Der Kirschbaum hier, der sieht noch ganz gut aus. Denn der hat auch immer Wasser bekommen, da habe ich echt drauf aufgepasst. Und die Kirschernte war ja dieses Jahr auch ganz wunderbar. Oh, der Rasen hier, da hat sich auch alles erledigt. Ja, hier der Rhabarber, den habe ich auch einfach nur noch so durchgebracht. Bisschen gewässert. Und hier ist das Traurigste. Da standen die Gurken. Die habe ich nämlich schon rausgeschmissen, kurz nach dem letzten Gartenrundgang. Das hatte keinen Zweck mehr, da kam man einfach nicht gegen an. Die Spinnmilben haben alles in Beschlag genommen. Nur hier die Küchenpeperonis, die haben ganz schön Feuer, also die schmecken gut. Die haben, wie gesagt, ganz schön Feuer. Die habe ich immer mal so reingeschnitten in so einen Kartoffel, in so eine Kartoffel-Zucchini-Pfanne und so. Das ist ganz lecker. Der Tabaskus kommt jetzt auch hier ordentlich in Gang. Und die angesprochenen Zucchinis sind hier. Ja, guckt euch die jetzt an. Ja, das will man eigentlich nicht mehr essen, ne? Werde ich auch nicht. Aber hier unten, ich habe die Hoffnung noch, dass die noch mal wieder ein bisschen in Gang kommt. Vielleicht kriege ich noch eine Frucht ab. Vielleicht noch mal ein bisschen düngen. Vielleicht ein, zwei Früchte noch. Ne? Aber ansonsten ist das Gewächshaus hier auch, weil die Hitze einfach zu groß war. Auch trotz der regelmäßigen Wässerung und der Lüftung war die Hitze einfach zu stark. Da kann man gar nicht gegen an. Hier von Wässerung zu Wässerung ächzt hier jedes Kraut. Das ist echt übel. Die Tomaten, ne? Sind lecker, alle wunderbar, habe ich auch eigentlich gut geerntet. Diese gelben hier, das ist nicht ganz so mein Fall. Und ja, die großen, ja, die sind ganz normale Tomaten. Die einen waren ja aus Afrika und die anderen aus Russland. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche. Aber die waren gut, die waren in Ordnung, ne? Und wie gesagt, ich bin auch noch am Ernten. Ja, und hier die kleinen Cocktail- und Kirschtomaten, ne, reichlich, da hatte ich reichlich, da nehme ich die immer fleißig mit zur Arbeit. Die schmecken auch gut, nur wie gesagt, die kriegen jeden Abend richtig Wasser, aber die Sonne und die Trockenheit ist so doll, dass sie echt immer kurz vorm Verrecken sind. Ne?
Und hier der Wein. Der kriegt auch immer, der kriegt immer viel Wasser von mir. Und der hängt auch richtig voll, ne? Richtig doll, richtig gut. Die sind jetzt noch nicht reif. Noch lange nicht. Ich meine, das sind ja auch dunkle. Aber der hängt voll. Na, wie gesagt, also der muss auch Wasser haben. Das ist ganz gut. Mal gucken, was noch so geht hier. Auf jeden Fall habt ihr mal einen kleinen Eindruck bekommen. Ich hoffe, dass heute die Trockenheit vorbei ist, Herr Felix. Ja, und vielleicht liefere ich dann mal ein paar Bilder vom Unwetter. In diesem Sinne erstmal, ciao. So Leute, es geht tatsächlich los. Der lang erwartete Regen kommt heute Abend. Ist auch schon ganz schön spät. Aber wir haben jetzt Gewitter hier. Kann man jetzt nicht ganz so gut sehen. Ja, und das scheint der erste vernünftige Regen zu werden seit schlappen 4 Monaten. Ja. Hier blitzt das so ein bisschen. Ja, in diesem Sinne, ne, viel Spaß beim selber Gartenwässern. Bis zum nächsten Mal. Ciao.